Herzlich willkommen zurück. Geil. Dass ihr wieder mit am Start seid. Hier zur erneuten Ausgabe von Gothic 3. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich habe gerade beim Nachspielen ja nochmal die beiden Shreds getötet und die Goblin-Truppe und den Ripper, die da gerade rumstanden. Was ich in der letzten Folge gemacht habe, aber nach dem Neuladen natürlich jetzt offscreen nochmal nachgespielt habe. Und einer von diesen Shreds hat diese gehärtete Axt fallen lassen. Die fand ich sehr interessant. Die wollte ich euch kurz mal zeigen. Eine gewöhnliche Holzfällerachse mit gehärteter Klinge. Sie wird mit einer Hand geführt und hier steht, die macht 110 Schaden. Das heißt genauso viel wie mein Langschwert, aber dass diese Axt mir halt noch den Bonus Ork-Töter bringt. Sehr geil. Ich würde sagen, wir schauen die uns mal gemeinsam an. Ich habe es mir jetzt noch nicht angeguckt. Ah ja, nice. Jetzt haben wir hier quasi so eine Einhand-Axt. Die hier mit dem Schild in Kombination eigentlich gar nicht so hässlich ist, muss ich mal sagen. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber die hat so einen Schweif wie von so einem Schwert. Das sieht natürlich nicht so nice aus. Sieht so aus, als ob da so ein Schwert noch oben dran steckt hier. Witzig. Aber ich würde sagen, ich nehme die einfach mal. Gerade weil die mir noch den Bonus Ork-Töter bringt. Nicht schlecht. Und wir gehen jetzt mal in diese Höhle rein, in der ich noch nie zuvor in meinem Leben war. Keine Ahnung, was mich hier drin erwarten wird. Minecrawler und Kisten. Und Schlangen. Persönlich bin ich jetzt nicht so der Schlangenfan. Gott, wo habe ich den denn hingeschossen? Machen die Schlangen gerade das Aiming zunichte? Ah, jetzt kommen sie beide. Na gut. Ja. Ja, jetzt bin ich tot. Oder auch nicht, gerade so noch entkommen. Nee, warte mal, steck das mal weg. Erstmal einen Heiltrank reinhauen. So, einer geht. Optimal. Jetzt habe ich den ich habe den Bodenvorteil habe ich jetzt gegen den Crawler. Sehr schön. Also eine Höhle mit übermäßig vielen Schlangen. Interessant. Ich weiß nicht, die Axt ist irgendwie nicht so nice. Also die von den Werten schon, aber vom Design her weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen gerade. Für alle, die sich fragen, warum ich hier manuell speichere und nicht mit Perl 5. Ich habe auch gelesen in verschiedenen Foren, dass auch durchaus die Schnellspeicherung ein Fehler für den Where is the Guru-Bug sein könnte. Zumindest haben das einige beobachtet. Und ich bin mittlerweile bereit, alles zu glauben, damit ich diesen Fehler nicht mehr habe. Weißt du, wenn ich das privat spiele, ne, kein Thema. Aber als Let's Play, für ein Let's Play ist das echt unangenehm. Gerade wenn ihr dann ganz sagt, Progress flöten geht oder du an irgendeiner bestimmten Stelle einfach nicht weiterkommst fürs Let's Play, so ist das halt immer ärgerlich. Ey! Alter Schwede, warum dreht er sich denn weg? Achso, der hat die Schlangen in den Fokus genommen, die auf dem Boden sind. Oh Mann. Okay, da müssen wir uns jetzt erstmal kurz heilen. Sehr schön. Hier haben wir ganz viele Pilzchen. Sehr nice. Heilzauber sind immer verdammt gut. Wir haben eine alte Truhe. Hier müsste was mit Magie drin sein. Oh ja. Ja, nice. Schlösser öffnen und Feuerball. Sehr geil. Schlösser öffnen ist ein verdammt wertvoller Zauber. Sehr, sehr geil. So, hier haben wir nochmal eine Fackel und so ein bisschen Kleinkram. Ja, und die Schlangen bringen mir einfach nur Erfahrungspunkte. Ich muss persönlich sagen, ich bin jetzt auch nicht so der Schlangen-Fan, aber ich muss zugeben, eine Schlange finde ich weniger schlimm als Spinnen zum Beispiel. Also Spinnen geht gar nicht. Da bin ich komplett raus. Ich habe eine absolute Spinnenphobie. Ist ganz, ganz schlimm. Eidechsen und so, das geht noch. Klar, finde ich. So Schlangen ist gerade noch so die Grenze. Also, aber wenn ich einen schlechten Tag habe, mag ich auch keine Schlangen. Also von daher. ja.
Und wenn ich halt, ja, also wenn ich Spinnen nur sehe oder diese Minecrawler sehe, die mich sehr an Spinnen erinnern, da bin ich halt echt raus. Also das ist halt wirklich übel. So, mal gucken, was wir jetzt hier noch so finden werden. Der Gegend. Ah ja, hier haben wir nochmal so ein dickes Rammervieh. Ich hab nochmal kurz Hustus in Red Dog ein paar Pfeile gekauft. Scheiße. Da! Da! Da habe ich mich ehrlich gesagt schon tot gesehen. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich das überlebe. Muss ich ganz ehrlich sein. Alter Schwede, das war krank. So, was haben wir hier noch so? Ein paar Ruckler haben wir hier. Nicht so schön. Ja, man kann sagen, was man will, aber Gothic 3 ist einfach schlecht programmiert. Was ist denn das hier? Eine Nische? Eine Nische voller nichts. Schade. Oh, Kronstöcke. Nice. Hier haben wir auf jeden Fall eine Blutfliege. Zwei. Da! Bitter. Ob Gegengift habe ich. Doch. Eins. Sehr glücklich. Soll mal zusehen. Oh, hier, guck mal, ich hab noch ganz viele Pflanzen, die mir so Perma-Boni bringen, die ich auch in der letzten Folge noch gefunden habe. Ich weiß, man könnte daraus Tränke machen und so, aber Alchemie will ich echt nicht gehen, Leute. Sorry. So ein bisschen Mana steigern. Kann auch nicht schaden. So, und ansonsten. Ah ja, Herrscherkraut. Okay. Mal einen schönen dicken Heiltrank haben wir auch noch. Nice. So Mana brauchen wir nicht. Erstmal gerade nicht jedenfalls. Oh, eine Kiste. Schön. Da hinten haben wir auf jeden Fall noch eine Blutfliege gerade gesehen. Hier unten auch. Oh ne, ich hasse Blutfliegen. Scheiße. Tschüss. Das war ein perfekter Fluchtplan. Oh Gott, die kommen genauso schnell hinterher. Okay. Ja, jetzt sind wir wieder unten angekommen. Das war ein nicer kleiner Ausflug hier hinten in die Location. Hat mich sehr gefreut. Ich komme gerne wieder. Ganz ehrlich, wenn ich in der Welt von Gothic 3 leben würde und das Spiel wäre zu Ende und ich müsste mir irgendwo ein Haus bauen, dann wüsste ich ganz genau, wo ich hingehen würde, nämlich hierhin. Ich finde die Gegend hier so nice, weil die auch so abgeschottet ist irgendwie. Die liegt auf dem Weg zwischen A und B. So. Ja, die Axt ist ganz nett, aber ehrlich gesagt, ich bleib dann doch lieber bei meinem Schwert. Das gefällt mir irgendwie mehr. Passt mehr zu mir, ich bin mehr der Schwerttyp. So, was ich aber noch nicht gemacht habe. Ich habe das Lampenöl aus Ortegas Banditenversteck geholt und das geben wir jetzt mal diesem netten Herrn hier, der hier sitzt. Ioma. Du kommst schon zu spät. Es ist alles weg. Was ist dein Problem? Sieh dir den Schlamassel auf der Straße an. Die Banditen haben mir alles genommen. Verflucht seien Ortega und seine Schweinebande. Der Banditenboss Ortega ist tot. Tatsächlich? Das sind doch mal gute Neuigkeiten. Die Orks sind schon schlimm genug. Da brauchen wir nicht auch noch Banditen. Level up. Was haben sie dir gestohlen? Ich war auf dem Weg nach Ardea mit 5 Kisten Lampenöl. Ortegas Banditen haben alle Kisten mitgenommen. Ohne das Öl bin ich ruiniert. Ich besorgte dein Lampenöl zurück. Schüre nicht noch die Hoffnungen eines verzweifelten Mannes. Aber wenn du sie wirklich findest, sollte es nicht dein Schaden sein.
Hier hast du dein Lampenöl. Wirklich? Danke, Fremder. Das werde ich dir nie vergessen. Nimm dies als Dank für deine selbstlose Tat. Ich werde sofort nach Ardea aufbrechen, bevor mir mein Öl wieder gestohlen wird. Erstpro, 400 Gold ist natürlich sehr nice. Und das gab einen Punkt in Diebeskunst. Wir brauchen ja 30 für Schlösser knacken. Zumindest laut Lock hier. Und ja, da komme ich meinem Ziel doch schon etwas näher. Ja, wir gehen jetzt auf direkten Wege nach Treles. Das ist jetzt unser Ziel. Weil, ganz ehrlich, ich will keinen Zwischenstopp in Monterra machen. Wir gehen jetzt direkt nach Treles, ohne Zwischenstopp in Monterra. Und ja, machen dort dann alle Quests. Und da sollten wir dann auch die Diebeskunst... Ey, warte mal, wir sind jetzt ein Level up. Jetzt würde ich doch tatsächlich nochmal schauen, das ist das, was ich in der letzten Folge gesagt habe. Jetzt würde ich tatsächlich nochmal abchecken, ob ich nochmal die schwere Schildparade lernen kann. Müsste ich dann hierher nochmal laufen, ne? Ach komm, ist nicht schlimm. So was, wir gehen jetzt nochmal kurz nach Khabdun. Und ich muss das nochmal checken. Ich muss das nochmal abprüfen. Muss es einfach nochmal kurz abprüfen, ob ich jetzt die schwere Schildparade lernen kann. Wenn ich halt diese Basisattribute habe, die Nettowerte quasi und nicht die mit Steigerten hier, ne? Ich habe jetzt mal das Amulett, was mir 15 Stärke bringt, abgelegt. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Bring mir bei, wie ich mit einem Schild pariere. Der Weg des Schildes ist der Weg des Soldaten. Dann pass auf. Dein Schild ist dein bester Freund, also trage ihn immer bei dir. Er schützt dich gegen die meisten Attacken, auch gegen Pfeile. Ach ja, noch eins. Der Schild gehört nicht an deinen Waffenarm. Sehr, sehr, sehr nice. Wenn ich jetzt nämlich noch das Amulett, also wenn ich jetzt das Ding anlege, zack, können wir mit einmal auf einmal den Holzschild hier verwenden, diesen Roba-Schild. Der natürlich deutlich bessere Werte hat. Der bringt uns zwar noch 15 Ausdauer, was auch gut ist, ne, um Gottes Willen. Aber tatsächlich so von den Schutzwerten her ist mir der Holzschild deutlich lieber. Und wir haben jetzt beim nächsten Level Up könnten wir auf 205 Stärke hochgehen, da hätten wir diesen Schild hier. Und mit 2 Level Ups können wir direkt sogar auf den Holzschild gehen. Aber ich gehe ja nicht direkt auf Stärke jetzt nochmal. Ich würde jetzt lieber liebend gern nochmal auf Diebeskunst gehen, damit wir in den nächsten 2 Level Ups halt Schlösser knacken lernen. Das wäre mir jetzt persönlich noch sehr wichtig. Wenn deine Oma hier wäre, könnte sie diesen Schild für dich tragen, so leicht ist der. Geile Beschreibung. Jetzt haben wir einen neuen Schild hier. Der sieht ganz interessant aus, muss ich sagen. Okay, das ist doch nice, gefällt mir. Ja, ich rede jetzt nochmal kurz mit diesem Grobok, aber ich glaube, im Livestream habe ich halt schon mit dem gesprochen, da wird jetzt nichts Neues zu sagen haben, glaube ich. Mach hier nicht noch mehr Ärger. Ja, tut mir leid, Orlo. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Wir sehen uns. Wir sehen uns, jawohl. Jetzt geht's erstmal auf. Jetzt geht's wirklich auf nach Treles. Sorry, Leute, für das lange Rumgeplänkel hier. Aber ich glaube, dass dieses Let's Play nicht in den nächsten 100 Folgen fertig werden würde. Ich glaube, das ist jedem klar. Und dementsprechend... Hier haben wir noch ein Sonnenkraut, was ich irgendwie vergessen habe. Okay. Oh. Jetzt bin ich doch versucht. Nachdem ich jetzt Felle nehmen kann, bin ich jetzt wirklich sehr versucht. Tiere, welche es auch Fell geben, töten. Ist einfach verlockend. Muss zugeben, es ist sehr, sehr, sehr verlockend. Okay. Jetzt heißt es aber wirklich auf nach Treles. Weil ja auch so viel Geld habe ich ja auch gar nicht mehr, ne? Ja. Wir gehen jetzt nach Treles. Monterra, wie gesagt, skippe ich. Das mache ich dann, wenn ich aus der Wüste zurückkomme. Also ich würde jetzt schon ganz gerne so den Plan umsetzen, wie ich den vor ein paar Folgen erklärt habe. Dass wir quasi jetzt nach Treles gehen und dort questen. Oh, scheiße. Dort questen und dann nach Nemora gehen, weil Nemora liegt nun mal einfach auf dem Weg zur Wüste. Das kann ich nicht einfach skippen. Dort auch questen und dann haben wir, denke ich, eine ganz gute Basis für die Wüste.
Und vielleicht können wir dann schon die Orksöldner-Rüstung tragen, die mittlere. Oder irgendeine Rüstung, die besser ist als die Lederrüstung, die ich hier gerade habe. Aber da lass mich überraschen. Ja, ist ein wirklich netter Schild, muss ich sagen. Bringt Erfahrungspunkte und Fell. Also die Hirsche sind jetzt schon sehr lukrativ. Muss ich zugeben. Ganz unumwunden muss ich das zugeben. Hallo, Deer Show. Was geht ab? Okay, der Yuma ist jetzt wahrscheinlich in Ardea. Wird wohin gehört. Ich speichere auf jeden Fall nochmal. Gut. Ah, es ist so ein schönes Gefühl, einfach mal durch Gothic 3 durch die Gegend zu streifen. So, schönes Wildschweinfell erhalten. So lobe ich mir das. Diese Location, in der ich gerade war in der letzten Folge, oder in dieser Folge auch, die liegt einfach nur hier hinterm Hügel. Ich habe mir nie die Arbeit gemacht, einfach mal hier hoch zu klettern und mich hier oben mal umzusehen. Hier gibt es auch noch Pflanzen und sowas. Ich bin einfach hier straight immer den Weg lang gelaufen, ich Trottel. Ohne, dass ich mal nach links und rechts gesehen habe. Es ist so peinlich, Mann. Ich schäme mich halt ein bisschen dafür. Und wenn ich mal 2 Meter gegangen wäre, hätte ich diese Location hier gefunden, ey. Bin nie hier hochgeklettert. Oh, Hallöchen. Hier gibt es sogar noch eine Kiste. Geil. Genug Fleisch für den Winter. Ruf des Jägers. Jagdgeschick +1. Geil. Ich glaube, das ist jetzt wieder... Ich habe jetzt wieder eine gewisse Anzahl an Scavengern getötet. So, hier haben wir ein ganz Billo-Schwert. Ganzes Billo-Schwert und Ausdauertränke. Gut, dass ich nochmal hier hochgeguckt habe. Hier haben wir jetzt was gefunden. Muss mir echt angewöhnen, auch gerade bei Gothic 3, halt ein bisschen mehr nach links und rechts zu schauen, vom Weg ab. Einfach mal, um einen Überblick zu kriegen. So, da unten ist das Rebellenlager. Ah ja. Da. Da. Komm, gehen wir gleich mal hier rein. Was wollen uns diese Park-Goblins schon antun? Oh. Da. Da. Ja, immer noch mal zurückschlägt, ne? Muss man nie mehr lassen, zäher kleiner Hund. So. Immer schön in die Wurzel beißen, weil da kommt der richtig dicke Saft raus. Krank gegen Krankheiten ist auch immer sehr, sehr gut. Es waren echt nicht wenige hier, ne? Der Spam ist real. Hat mir jetzt aber gerade einen Arsch gerettet. Vielleicht finde ich... Nichts. Ah, Mist, ich werde angegriffen. Ui! Toter Feuermagier. Oh, schade. Ich dachte, das wäre einer mit Namen. Erst der erste Ork-Krieg und der zweite Ork-Krieg. Plus Kampfstab. Sehr, sehr geil. Ich glaube, es ist auch hier durch die Content-Mod oder durch den Community-Patch oder so. Sehr, sehr cool. Ich dachte kurz, es wäre ein bekannter Feuermagier vielleicht, den man irgendwie vom Namen her kennt. Das wäre natürlich verdammt cool. Ah, Mist, da habe ich zu früh geschossen. Naja, war doch ganz okay. Das bringt nichts. Ja, da muss ich die kleinen Kerle doch erstmal abstechen. Ich glaube, diese Höhle ist auch unique. Ich glaube, die gibt es auch nur ein einziges Mal hier im ganzen Spiel. Gibt es sonst kein zweites Mal irgendwo auf der Welt, glaube ich. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, dieses... Nee, Entschuldigung. Bei Okara gibt es nochmal diese Höhle.
wo dieser Feuermagier da drin lebt, den man rekrutieren kann für das Rebellencamp da. Entschuldigung. Ich glaube, das ist exakt dasselbe Höhlenmesh, was man da genutzt hat für. Aber echt, dieses Fenster hier oben, das ist so unique tatsächlich. Ich glaube nicht, dass diese Höhle nochmal irgendwo vorkommt. Korrigiert mich nochmal, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, diese Höhle ist unique. Es gibt so eine ähnliche in Okara. Oder bei Okara. Abgebrochen. Auf jeden Fall würde ich den Rebellen, die draußen vor dieser Höhle kampieren, denen würde ich empfehlen, draußen das Lager abzubrechen und hier rein in die Höhle zu ziehen. Das wäre viel sinnvoller, glaube ich. Weil wenn draußen mal so eine Ork-Patrouille von 10 Elite-Orks vorbeiläuft, dann die radieren die drei da aus, ey. Die haben da keine großen Überlebenschancen. Hingegen in dieser Höhle hier wären sie deutlich sicherer und versteckter als hier draußen mit so ein paar Holzwänden. Wie gesagt, wenn hier immer eine Ork-Meute vorbeikommt, die fressen die zum Frühstück hier vorne. Ganz sicher. So. Ja, da gibt's ein paar kurze Ruckler. Bleib stehen! Keinen Schritt weiter! Nette Frisur. Boah, ich könnte den jetzt provozieren, ne? Weil dann kämpft er gegen uns, oder? Komm, wir machen's mal. Sieh an. Noch so ein dreckiger Rebell. Hab ich's doch gewusst. Doch ein Orksöldner. Ich mach dich fertig! Machst du nicht. Hier werde ich helfen! Aber ich werde ihn nicht töten, weil ich hoffe, ich kann noch die Quest für die abschließen. Da ist nichts mehr zu holen. Da ist nichts zu holen. Also wenn ich die schon zum Frühstück futter, dann werden das drei Orks auch machen. Wie gesagt, ich töte den jetzt mal nicht. Nichts zu holen. Weil ich will dem eigentlich noch die Quest abgeben. Wäre schon irgendwie ganz cool, wenn man das machen könnte noch. Immer auf die Kleinen. Du hast angefangen. Was willst du noch? Scheiße, warum verschwindest du nicht einfach, Orksöldner? Interesse an einem kleinen Handel? Kommt drauf an, was du dabei hast. Nicht so glimpflich davon. Oh geil, einfach ignorieren, dass ich den gerade niedergeschlagen habe. So. Hast du keine Angst, dass sich die Orks erwischen? Orks sind unvorsichtig und laut, wenn sie durch die Wälder streifen. Ich höre sie schon nach 500 Meter. Die einzige Plage, die mir zu schaffen macht, sind die verfluchten Goblins. Hast du mehr Angst vor Goblins als vor Orks? Angst? Ich hab keine Angst. Die Goblins schleichen sich nachts ans Lager heran und stehlen mir mein ganzes Hab und Gut. Irgendwo in der Nähe muss ein ganzes Nest von diesen feigen Goblins sein. Von diesen feigen Goblins sein? Die feigen Goblins sind erledigt. Und die Mistkerle haben dir nicht das Fell abgezogen? Teufel nochmal! Du hast es drauf, Mann! Das ist mir 100 Goldmünzen wert. Schon krass, wie schnell man von du dreckiger Orksöldner in zwei Sätzen zu hier hast du 100 Gold kommt. Erzähl mir was über die Gegend hier. Du bist hier in der Wildnis. Keine Stadt weit und breit. Das Gebirge im Norden dort trennt die Küstenregion von Mittelland. Wenn du dem Weg weiter Richtung Westen folgst, wirst du irgendwann nach Monterra kommen. Falls dir die Banditen nicht vorher den Hals durchschneiden, versteht sich. Bring mir was über die Jagd bei. Interessant, er kann mir auch Jagdzeugs beibringen. Zeig mir. Was hat er denn so? Ah ja, Pfeile. Okay. Komm, den verkaufe ich jetzt mal. Verkauf dir jetzt die Sachen, die ich denn gerade abgezogen habe. Enos Novizen trainieren den Umgang mit diesem Stab. Die beiden Enden sind mit Metall verstärkt. Genau. Vom Lados Schild kann man jetzt mal weg. Ich will jetzt mal versuchen, wieder ein bisschen Gold zu machen. Schnapsbeeren brauchen wir später noch für eine Quest. Meiner bescheidenen Meinung nach. Rot behalten wir auch. Bisonfelle braucht man auch irgendwann mal für eine Quest, glaube ich. In Silden zwar erst, aber hätte ich vielleicht. Warte mal. Gib mir das Bisonfell mal wieder. Bringt sehr viel, relativ. Aber 2500 Gold, her damit. Ja, ich will mal nicht so sein. Ich lasse die mal hier noch leben. Doch. Die werden sowieso von den nächsten Ork-Truppen da getötet. Ich habe denen ja auch gerade ihre Waffen alle weggenommen. So. Ich glaube, ich habe die jetzt genug schikaniert.
Oh, und auch Wiedersehen. Hello there. Weiß nicht, dieses Meme hat sich irgendwie in meinen Kopf gebrannt die letzten Tage. Dieses Hello there. Hier gab es ein paar Hirsche. Oh, Hallöchen. Gut, dass ich dich gerade noch so im Augenwinkel gesehen habe. Ja. Die sind nicht so scheu wie die scheuen Hirsche. Ah, sehr schön. Beide erwischt. Maximale Ausbeute. Nee, maximale Ausbeute ist es ja nicht. Wir können ja nicht den ihr Geweih nehmen oder so. Aber damit bin ich schon eigentlich gesagt ganz zufrieden so bis hierhin. Ja, hier haben wir noch ein paar Scavenger. Ach, diese Landzunge hier gefällt mir auch persönlich sehr, sehr gut. Ah, mit diesem Reshade-Renderer sieht das einfach so geil aus, ey. Es sieht so geil aus mit diesem Reshade. Nochmal, also Jorgensen, falls du das hier siehst. Nochmal, ey, vielen, vielen Dank. Du hast dieses Let's Play so aufgewertet damit. Wahnsinnig geil. So, ich höre irgendwo Scavenger kämpfen. Jedenfalls klang es gerade so. Aber die kämpfen gerade nicht. Oh, das war eine schöne Kombination. Das sah sehr geschmeidig aus, muss man sagen. Oh, zwei Goblin werden an einer Stelle. Ich glaube, hier ist dem Entwickler, der die da hingesetzt hat, irgendwie ein kleiner Fehler unterlaufen. Ich denke nicht, dass das so sein sollte. Kann ich mir gerade nicht vorstellen auf Anhieb. Sonnenkraut. Double kill. Multi-kill. Oh, ist das schön, Leute, ey. Ist das schön oder ist das schön, ey? Herrlich. Ah ja, hier waren ein paar... hier waren Schattenläufer in der Höhle, glaube ich, oder? Ich fühle mich ja gerade ein bisschen wie beim Mordhau. Ey! Da! Wieder habe ich zu früh das Schwert weggesteckt. So. Hier haben wir noch eine Kiste. Nehmen wir mit, ich dürfte jetzt auch wieder ein bisschen Fleisch haben, was ich hier brate. Nee, Minecrawler sind in der Höhle, glaube ich. Nee, warte mal, ich würde wetten, hier ist ein Schattenläufer drin. Das würde ich eigentlich sehr viel eher wetten, dass hier ein Schattenläufer drin ist. Was hört sich nach Minecrawler an? Sehr, 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 sehr seltsam. Vielleicht ist auch beides drin. Wer weiß. Speichern wir einfach mal. Finden wir es gemeinsam raus. Ach nee, das sind Fleischschwanzen. Da hinten müsste aber ein Schattenläufer irgendwo sein. Hier wird es halt leider sehr dunkel. Hä? Warte mal. Boah, ich weiß nicht, ob wir einen Schattenläufer schaffen, ne? Aber ich meine, wenn wir so einen üblen Rammer und die Shreds schaffen, werden wir ja wohl einen Schattenläufer auch noch schaffen, oder? Würde ich jetzt mal auf Anhieb so sagen. Es ist natürlich verdammt dunkel gerade. Zeit für etwas Licht. Ja, da ist er. Das sind zwei! Und das macht dem kaum... Das sind drei! Bruder! Oh nein. Cool texturiert sind sie auf jeden Fall. Sehr cool texturiert.
Okay, ich glaube, das bringt einfach gar nichts, die jetzt auf Teufel komm raus da jetzt anzugreifen. Ich denke, da komme ich mit einer besseren Rüstung oder mehr Lebensenergie nochmal wieder. Ich glaube, das ist jetzt momentan ein bisschen Overload. Bringt, glaube ich, nicht so viel. Aber die rennen uns ja nicht weg. Die werden in 10 Spielstunden oder in 20 Spielstunden da immer noch sein. Von daher, alles entspannt. Alles easy, peasy. Lemon squeezy. Killer Mode. Lassen wir das erstmal. Ui. So, danke. Nichts zu holen. Frage mich gerade, wann diese Folge hier rauskommt. Heute kam Folge. Ich glaube, Folge 9 kam heute. Morgen zum Dienstag kommt Folge 10. Genau, Mittwoch Folge 11. Gestern kam Folge 12 und heute ist Freitag. Heute kommt diese Folge. Kurzer Hinweis nochmal zum Livestream am Sonntag. Ja, Sonntag streame ich ja immer, 14 Uhr normalerweise, auf Twitch. Aber diesen Sonntag wird es so sein, dass ich noch nicht ganz genau weiß, welche Zeit wir streamen oder ich streame, weil ich meiner Freundin beim Umzug helfe und ich weiß nicht, wie lange das dauert und wann das fertig sein wird. Dementsprechend, es gibt einen Stream, aber von der Zeit her kann ich es jetzt noch nicht sagen. Auf Discord kündige ich es an, eventuell auch auf Twitter, beziehungsweise auch auf in den YouTube-Community-Tab. Damit danke ich fürs Zusehen. Bleibt gesund, bis zur nächsten Folge, also bis morgen. Und ja, ich hoffe, ich sehe euch am Sonntag im Livestream auf Twitch. Haut rein, macht's gut. Bleibt gesund, lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und ciao.